Herzlich willkommen zu den Client Management Basics. Mit ACMP von Argon zeige ich Ihnen jetzt, wie Sie in kürzester Zeit die neuen Windows 10 Update-Einstellungen ganz individuell auf Ihre Rechner verteilen können. Hierfür benötigen wir einfach nur ein neues Client-Command, was auf der Client-Skript-Seite zwei Registry-Keys editiert. Diese Registry-Keys zeigen natürlich entweder beim 32-Bit-Rechner in die 32-Bit-Registry oder beim 64-Bit in die 64-Bit-Registry. Aus diesem Grund habe ich diese Checkbox auch gerade gesetzt. Unter dem Bereich Windows Update befindet sich dann der entsprechende Registry-Key UX, wo wir die Settings editieren können. Hier sehen wir Active Hours Start, wo wir eintragen können, wann die Arbeitszeit startet. Die Bearbeitung kopieren wir uns jetzt einfach und editieren natürlich jetzt hier noch einmal den Wert, dass wir auch Active Hours End eintragen können, wann die Arbeitszeit endet. Durch dieses Client-Command erhalten wir die Möglichkeit, ganz individuell auf Rechnertypen spezifisch diese beiden Einstellungen zu verteilen. Hierbei spielt es keine Rolle, ob Ihr Rechner in einer Workgroup ist oder in einem Domänennetzwerk. Mein Client-Command nenne ich hier noch Windows 10 Update-Zeitfenster setzen und könnte es jetzt über die Testenphase ausprobieren und anschließend über Container ganz dynamisch verteilen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie weitere Fragen zu diesem Thema haben und sich ACMP genau anschauen und testen möchten, stehen meine Kollegen und ich Ihnen gerne zur Verfügung.